da fliegen wir unsere Kreise. Wir waren alten Trott gewohnt, jetzt ziehen wir auf neue Reise. Wir stehen nicht still, wollen uns bewegen, vom Nirgendwo und Nirgendwann. Wir wandern nun auf neuen Wegen. Ja, herzlich willkommen in der DRK Selbsthilfe-Kontaktstelle Neubrandenburg, des DRK Kreisverbandes Neubrandenburg. Heute sind gefühlte 33 Grad, sind wir. Ja, kann man so sagen, also sehr warm in dieser Stadt. Und ja, wir freuen uns, dass ihr uns aufgesucht habt, dass wir also die Möglichkeit haben, uns hier vorzustellen. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle gibt es seit 25 Jahren. Dieses Jahr jährt sich sozusagen das 25-jährige Jubiläum. Dieses feiern wir gemeinsam mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle des Familienzentrums in Neustrelitz und der Informations- und Unterstützungsstelle des DRK-Kreisverbandes Termin. Dazu werden wir am 12.10. eine große Feier machen für die Selbsthilfegruppen in Neustrelitz und dort in Borwienheim. Da möchten wir den Selbsthilfegruppen was Gutes tun. Das wird eine Unterhaltungsshow, kann man fast sagen, stattfinden, noch Catering, dass sie über 80 Selbsthilfegruppen, die wir in Neubrandenburg und Umland betreuen, sich kennenlernen mit den Selbsthilfegruppen, die in Neustrelitz und Demmin verortet sind. Und das ist uns ein großes Anliegen, die gesundheitsbezogene Selbsthilfe und soziale Selbsthilfe hier in unserer Region im Landkreis Mecklenburg-Seenplatte zu unterstützen. Zu meiner linken Seite sitzt Silvia Preuß, eine Mitarbeiterin, die sich dann auch mal gleich vorstellen wird. Ja, mache ich doch sehr gerne. Also mein Name ist Silvia Preuß. Und ich arbeite seit dem 1. April diesen Jahres hier in der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Ich leite selber eine Selbsthilfegruppe, die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie, die seit 2008 Bestand hat und die ich seit 2011 selber leite. Ja, diese Arbeit hier in der Selbsthilfe-Kontaktstelle macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Ich bin selber schon berentet, habe noch nach einer Aufgabe gesucht und sie hier in der Kontaktstelle gefunden und freue mich wirklich sehr, dass ich die hier habe und sein darf und ja, und hoffe auf beste Zusammenarbeit mit Herrn Schröder. Ja, unsere Schwerpunkte sind natürlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Wir werden finanziell unterstützt und gefördert, wie die Selbsthilfegruppen auch, von den regionalen Krankenkassen, der Rentenversicherung, aber auch von der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Dort ganz stark das Gesundheitsamt in der Person von Frau Dr. Runau, die Leiterin des Gesundheitsamtes Mecklenburgische Seenplatte ist. Wir versuchen aktuell die Selbsthilfe auch im Landkreis zu verorten. Das heißt, dass wir Selbsthilfegruppengründungen in Wahren Müritz vorantreiben. Da wird es Ende des Jahres ein Gespräch geben mit der dortigen Wahrener Wohnungsgesellschaft, wo wir Räumlichkeiten kostenlos für die Selbsthilfegruppe nutzen können, wo sich dann Selbsthilfegruppen gründen können. Aktuell unterstützen wir eine Selbsthilfegruppengründung in Zusammenarbeit mit der Uni Greifswald. Das wird auch im Greifswald stattfinden. Aber unser regionaler Partner ist hier auch ganz stark das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum von Neubrandenburg. Namentlich auch das Tumorzentrum oder das Zentrum für seelische Gesundheit, die uns in unserer Arbeit zu diesen Themen psychische Erkrankungen oder Krebserkrankungen sehr gut unterstützen. Wir haben aktuell 10 Selbsthilfegruppen, die einen onkologischen Hintergrund haben. Ja, mein Name ist Hans-Jahren Walter. Ich bin der Beiratsvorsitzende des Selbsthilfebeirates Neubrandenburg. Meine Kollegin, die Lili Meide, ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren meine Stellvertreterin. Wir arbeiten beide gut zusammen. Auch das andere Team, was zum Beirat gehört, ist sehr kreativ, jeder hat seine Stärken, die bündeln wir gemeinsam und dadurch können wir eben auch sehr viele große Veranstaltungen gemeinsam tätigen und ja, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Kontaktstellenleiter und mit der Mitarbeiterin, also wir machen alles gemeinsam. Wir sagen praktisch, schließen keinen aus, das ist unser Logo, dass wir immer wieder auf einen Punkt kommen. Ja, also ich glaube, der Selbsthilfebeirat, der sieht sich in erster Linie natürlich als Organisations- und Planungsinstrument zwischen den Selbsthilfegruppen und auch der Selbsthilfekontaktstelle.
Also wir tragen die Ideen und auch die Vorschläge, die aus den Selbsthilfegruppen kommen, die tragen wir in die Kontaktstelle. Und hier berät der Beirat in diesem Gremium, wie das Konzept aussehen soll, wie soll das Motto laufen von Selbsthilfeveranstaltungen bzw. von Aktivitäten. Und so gemeinsam organisieren wir das. Im Beirat gibt es auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Wir haben jemanden, der für die Weiterbildung zuständig ist. Wir haben jemanden, der zum Beispiel die ganzen Verwendungsnachweise prüft. Das wird alles ehrenamtlich gemacht. Wir haben jemanden, der Öffentlichkeitsarbeit betreut, in erster Linie auch verschiedene andere Dinge dann auch noch wahrnimmt auf politischer Ebene. Das macht natürlich Herr Walter vorrangig. Und so läuft das im Selbsthilfebeirat sehr konstruktiv, manchmal auch sehr kämpferisch und auch laut und leise. Aber wir sind über die vielen Jahre zu einem interessanten Gremium gewachsen, die im Interesse oder dem Anliegen der Selbsthilfe versucht, das Allerbeste zu organisieren und zu entwickeln. Ich möchte auch nochmal unserem Träger danken, dem Deutschen Roten Kreuz. Bis jetzt haben wir immer gemeinsam alles gut hingekriegt. Und ich meine, wir sitzen ja hier jetzt in den schönen neuen Räumlichkeiten. Da sind wir auch dankbar, dass die so gestaltet wurden, wie wir es uns gedacht haben. Also das Deutsche Rote Kreuz schafft für uns, für den Bereich Selbsthilfe, hervorragende Bedingungen. Und das ist zum größten Teil auch dann das Ergebnis, ne? Ja. Was wir dadurch erzielen konnten. Wir können diese Räumlichkeiten sehr gut an Selbsthilfegruppen kostenfrei vergeben für Treffen. Und alles, was eigentlich unter dem Dach des Deutschen Roten Kreuzes läuft, erfährt sehr viel Unterstützung. Da fliegen wir unsere Kreise.